So, hallo, hier ist wieder René von Immobilien leicht gemacht, heute mit einem neuen Video. Heute einfach mal wieder so ein paar aktuelle, Dinge aus dem Immobilienbereich und Berichte, die mich so auf jeden Fall erstmal bewegt haben, weil natürlich das dementsprechend unseren Bereich als Investor oder als Immobilienhalter oder als Maklerfirma, Hauswalter, was auch immer, dementsprechend betrifft. Und da wollte ich einfach mal das, was bei mir so die letzten ein, zwei Wochen so ein Thema war, auf jeden Fall mal kurz wieder zusammenfassen mit einer Einschätzung, Bewertung meinerseits. Beginnen will ich da einfach mit einem Bericht aus dem Handelsblatt. Der kam, der Bericht am 17.07. Mit dem sagen wir, Titel Preisverfall im Immomarkt verlangsamt sich. Da geht es darum, dass einerseits der sagen wir, Konzern oder Deutschlands größter Konzern Vonovia von weiteren Insolvenzen ausgeht. Berichtet zumindest der CEO oder der Geschäftsführer Rolf Buch dort drin, der allerdings wiederum auch sagt, dass er mit seinem Unternehmen ziemlich gut aufgestellt ist, weil zumindest mal die meisten Themen, die in der Bilanz drin waren, von Vonovia soweit abgeschrieben sind, wohingegen aber dann hinweist, dass ganz viele Unternehmen oder Fonds durchaus erst jetzt damit beginnen und dementsprechend natürlich das Problem diesbezüglich erst noch vor sich hergeschoben haben, vielleicht mit dem, sage ich jetzt mal, Eindruck, dass es vielleicht noch besser werden könnte, was aber zumindest jetzt mal Stand jetzt nicht der Fall ist und dass natürlich da dieser Effekt erst jetzt noch passiert oder nachgeholt wird, wo er aber trotzdem davon ausgeht in dem Bericht, dass speziell, sage ich jetzt mal, bei den Bestandshaltern gute Chancen gibt, sage ich jetzt mal, durch die Krise weiter durchzukommen, weil die natürlich, ich sage jetzt mal, durchaus, wenn sie ihre Probleme aus den Bilanzen rausnehmen, danach erstmal wieder ein grundsolides Geschäftsmodell haben. Wo aber ganz bewusst darauf hinweist, ist das Thema, dass bei den Entwicklern und bei den Immobilien, ich sage jetzt mal, Bauherren natürlich hier eher eine schwierige Situation vorherrscht, mit dem Grund natürlich, dass aktuell kaum Neubau entsteht oder natürlich nachgefragt wird. Das sieht man natürlich auch an den ganzen Baugenehmigungszahlen, die da dementsprechend vorliegen. Ein weiterer Punkt und der letzte Punkt, der noch da drin in dem Bericht erwähnt wird, ist, dass er davon ausgeht, dass es weiterhin massiv steigende Wohnkosten geben wird. Er meint auch, dass sich das ganze Szenario der Krise noch die nächsten 2 Jahre zuspitzen wird. Und das ist ein Stück weit auch der Punkt, warum ich bewusst den Bericht jetzt auch hier erwähne, weil natürlich wir bislang immer alle der Meinung waren, 24 wird so ein Stück weit nochmal ein hartes Jahr. Man muss so ein bisschen in Richtung 25 überleben. Dann geht es dementsprechend wieder aufwärts. Jetzt sind aber immer mehr Berichte zu finden, die dann dementsprechend davon ausgehen, dass es über die nächsten 2 Jahre oder bis Ende 26 mal mindestens andauern wird. Jetzt wird es die Zeit zeigen, wie es dann dementsprechend, ich sage jetzt mal, dann weitergeht. Ein zweiter Bericht, den ich auch nochmal hier zu dem gleichen Thema, was das Thema Krise betrifft, für mich rausgefiltert habe, war das Thema von Business Insider. Der kam am 18.07. dann raus. Hier wird berichtet von 630 Insolvenzen im ersten Quartal in der Immobilienbranche, was dementsprechend plus 18,6% zum Vorjahr entsprochen hat, beziehungsweise sogar plus 17,3% zum Vorquartal. Also auf jeden Fall wird von einem massiven Insolvenzenanstieg berichtet. Und auch hier wird dann dementsprechend das Thema, wie lange wird denn die Krise noch andauern, Bezug genommen. Hier geht man davon aus, dass die Krise bis mindestens ungefähr Ende 26 anhalten wird. Also dementsprechend, analog, wie ich es gerade schon mal erwähnt habe, länger, wie man das am Anfang eingeschätzt hat. Das Gleiche ist vom Prinzip her noch, dass, sag mal, eigentlich in diesem Bericht durchaus recht krasse, sage ich jetzt mal, Statements mit vorhanden sind. Einerseits, dass davon gesprochen wird, dass Investments in Deutschland generell als nicht mehr sinnvoll angesehen werden, was dementsprechend ja natürlich durch den Auftragsrückgang an Neubau, sage ich jetzt mal, sich widerspiegelt, aber auch, dass natürlich Sanierungen eine sehr geringe Erfolgsquote haben, dann dementsprechend als wirtschaftlichen Business Case sich halt zu tragen. Er schränkt es dann natürlich in dem Bericht dann etwas wieder ein, nämlich dass davon gesprochen wird, dass natürlich hauptsächlich Großunternehmen davon betroffen sein werden, also Unternehmen, die größer 10 Millionen Jahresumsatz haben. Aber ich sage jetzt mal so, warum sollen Regeln oder Themen, die jetzt, sagen wir, nur Großunternehmen vielleicht betreffen, unabhängig, dass sie vielleicht etwas stärker noch Fremdkapital finanziert sind, nicht auch vielleicht mittelgroße oder kleinere Investoren treffen. Daher, sagen wir, bleibt es auf jeden Fall recht spannend. Ja, das soll es erstmal für mich gewesen sein. Ich glaube, es bestehen weiterhin,
sag mal, turbulente Zeiten vor uns. Ich glaube, es ist trotzdem eine gute Chance, einkaufen zu gehen. Immobilien haben in jeder Zeit und jeder Krise immer dann irgendwie auf Langfristperspektive dann performt. Aber zumindest sollte man diese Entwicklung auf jeden Fall mal kennen und immer ins Kalkül mit einbeziehen. Das soll es schon mal gewesen sein. Vielen Dank, euer René von Überleicht gemacht. Tschüss.